Am Sonntag ist es wieder soweit. Ganz Spanien steht Kopf, denn das Spiel der Spiele steht an. Herzlich willkommen im MyBetWet-Studio und Buenvenido zu El Clásico. Barça gegen Real, Messi gegen Ronaldo, Villanova gegen Mourinho. Es ist das Duell der aktuell besten Vereinsmannschaften der Welt. Und dabei geht es fast immer um Titel. So war es auch beim letzten Aufeinandertreffen der beiden. Real Madrid sicherte sich durch einen 2:1-Sieg im Rückspiel vor heimischer Kulisse den spanischen Supercup. Und auch dieses Mal steht ein Titel auf dem Spiel. Zwar ist es erst der 7. Spieltag, doch könnte Barcelona mit einem Sieg einen gewaltigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Denn Barça steht momentan nach einem makellosen Start mit 6 Siegen in 6 Spielen an der Spitze der Primera División. Real hatte nach dem Supercup-Gewinn schon deutlich größere Probleme und liegt mit 8 Punkten Rückstand ganze 5 Plätze hinter den Katalanen. Wenn Barça gewinnt, würde der Abstand also auf gewaltige 11 Punkte wachsen. Doch wie stehen die Quoten zu diesem Spiel? Wir sehen, der FC Barcelona geht als Favorit ins Rennen. Wer 10 Euro auf einen Sieg Barças tippt und damit recht behält, bekommt am Ende 17,70 ausbezahlt. Ein richtig getipptes Unentschieden bringt bei einer Quote von 3,9 und gleichem Einsatz einen Gewinn von 39 Euro. Wer auf einen Sieg der Königlichen setzt und Real gewinnt, bekommt bei 10 Euro Einsatz 47,50 ausbezahlt. Doch Barça gegen Real bedeutet nicht nur spannende Titelmatches, das heißt auch immer Tore satt. Das letzte torlose Aufeinandertreffen der beiden Teams gab es vor knapp 10 Jahren. Es lohnt also ein Blick auf die Torwette. Wie viele Tore werden wohl geschossen in diesem Match? Wenn Sie sagen, am Sonntag fällt höchstens ein Tor, dann bekommen Sie beim Einsatz von 10 Euro und richtigem Tipp 41 Euro raus. Am wahrscheinlichsten aber erachten die Buchmacher, dass zwischen 2 und 3 Toren fallen. Daher beträgt der Gewinn bei gleichem Einsatz und richtigem Tipp hier nur etwa die Hälfte, also 20 Euro. Wenn 4 bis 6 Tore erzielt werden und es wurde darauf gesetzt, kann man sich bei einem Einsatz von 10 Euro über 29 Euro freuen. Und die Risikofreudigen setzen auf ein Ergebnis, bei dem mindestens 7 Tore fallen. Für einen Zehner gibt es dann 120 ausbezahlt. Und das wäre doch auch gar nicht so unwahrscheinlich, denn die beiden Mannschaften haben sich vor 3 Jahren mit 2:6 getrennt. Ein Spiel, bei dem wirklich alles möglich scheint. Wir wünschen wie immer den richtigen Tipp.